Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum vierten Abend des 53. Deutschen Jazz Festivals Frankfurt. Ich freue mich so, dass Sie alle hier sind. Wir haben Sie so vermisst in den letzten zwei Jahren. Schön, dass es zu diesem Festival gekommen ist und schön, dass die HR Big Band da ist. Ich freue mich auch, Sie mal stehen zu sehen. Heute Abend also ein junger Saxophonist, der eine eigene Sprache gefunden hat und sie jeden Tag trainiert und das nicht nur auf seinem Saxophon. Ein blutjunger Saxophonist, der sagt, wir müssen auch die Sprache der Ahnen sprechen, denn wenn die sich nicht gewürdigt fühlen, dann wird das nichts mit der Gegenwart. Und ein Altmeister, der mit Charme, Weisheit, Klugheit und Weltoffenheit die Welt vereint und der sagt, du kannst noch so gut spielen, wenn der Mensch nicht stimmt, stimmt auch die Musik nicht. Es geht los. Also Sie hören, wir haben nur Highlights heute Abend und wir haben ein total verschiedenes Programm bis 24 Uhr. Es geht los mit der HR Big Band und sie hat sich eingeladen, Marius Nesset, Saxophonist aus Norwegen. Er war schon mal hier 2014 und damals war er ganz blutjung. Jetzt ist er immer noch sehr jung und er sagt, ich liebe Dinge, die ich nicht kann und schaue dann, wie weit ich damit komme. Das ist eine Herausforderung, die für ihn immer schwieriger wird, denn er kann so viel und ich weiß nicht, was er noch lernen soll. Aber er sagt, es ist schwierig, Neues zu entdecken und sich dabei dann selbst glücklich zu machen. Ich gehe mal davon aus, dass er heute sehr viel entdecken wird mit den Jungs auf der Bühne. Ein Schlüssel ist zum Glücklichwerden ganz bestimmt üben, üben, üben und dann mit dem Üben anfangen. Nicht nur das Instrument, sagt Marius Nesset, sondern auch den Körper. Er hatte eine Trainerin, eine Physiotherapeutin, die hat ihm gesagt, das liegt an den Spannungen im Rücken, den positiven und den negativen. Und die muss man entweder an- oder abbauen. Also trainiert er nicht nur jeden Tag sein Saxophon, sondern eben auch seinen Körper. Vielleicht liegt es aber auch an den Kontrasten, die ihn so spannend machen und die ihn vielleicht glücklich machen. Sein aktuelles Album ist ein Soloalbum. Und wir wissen ja seit dem letzten Mal, als er hier war, er spielt sehr gern zwei- oder dreistimmig mit sich selbst. Aber heute spielt er eben auch noch mit sehr vielen anderen Saxophonen und anderen Instrumenten. Es wird auf jeden Fall atemberaubend. Und die Frage steht natürlich im Raum, kommt die HR Big Band mit, wenn er dann richtig loslegt? Also bei den Proben sah das schon ganz toll aus und ich sage ganz sicher ja. Freuen Sie sich auf die HR Big Band, auf Marius Nesset, Ivonim und Anton Eger, seine besten Freunde. Es wird ein explosives Konzert, so viel kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Viel Spaß! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you very, very much. Thank you so much. It's really, really fantastic to be back here at Deutsches Jazz Festival. And it's fantastic to be here with the amazing Frankfurt Radio HR Big Band. Thanks so much. We're playing some music from a bit different periods in my life, all composed during the last 5 years. And this last one was a quite new song. It's called Time to Live. And we heard on piano solo, Ivo Niem. Before that, we heard on soprano saxophone, Stefan Weber. And we also heard on trombone, Christian Jaksche. Thank you so much. We're going to continue now. This is a more relaxing piece. It's called Farewell.
Thank you.
Thank you. Axel Schlosser on trumpet. And before that, did we hear Heinz-Dieter Sauerborn on alto saxophone. Thank you for coming to the last song for tonight. I want to thank you everyone for coming. It's been really, really fantastic evening. It's the first time I've ever played with this amazing band. And let me introduce everybody for you. On trombones, Günther Bollmann, Felix Fromm, Christian Jaksche, and Robert Hedemann. On saxophones, Rainer Hauter, Lennart Alkamper, Steffen Weber, Oliver Leicht, and Heinz-Dieter Sauerborn. And on trumpets, Frank Wellert, Thomas Vogel, Martin Auer, and Axel Schlosser. On guitar, Martin Scales. On bass, Hans Glevishing. Thank you so much. And also, it's very special for me to introduce you for a very old friend. We played hundreds of concerts together. On piano, Mr. Ionim. And on drums, an even older friend from Sweden and Norway, living in Denmark, Anton Eger. Thank you so much again, everybody, for coming. It's been really, really wonderful to play for you. Thanks to Frankfurt Jazz Festival for inviting us. And thanks to this amazing big band. Thanks to Olaf, Annette, and everyone involved. I really, really hope it's not the last time we play together. Please give once more a big hand for Frankfurt Radio Big Band. Thank you. This last song is a song that's called Coming Out, and it goes like this.
Thank you.